So, Hallöchen zurück auf der Connor. Ja, heute bloß mal mit der Aufnahme. Live fahre ich jetzt auf jeden Fall nicht. Also ihr habt nichts live verpasst, wenn ihr das jetzt seht. Ja, was hat sich getan? Hat sich einiges getan. Ich habe ja erstmal mit der Grafikkarte Probleme gehabt. Die tut jetzt wieder. Vermutlich war sie nicht mal kaputt, aber das kann ich nicht hundertprozentig ausschließen. Ich habe den Fehler wohl gefunden. Ja. Aber gut, egal. Vielleicht hat sie doch was gehabt. Ich kann es nicht wirklich ausschließen von dem her. Auf jeden Fall, die Karte hier funktioniert so ohne Probleme. Einwandfrei, bin zufrieden, fertig. Was auch zufrieden aussieht. Moment, ihr seht es hier. Die Karte hat jetzt plötzlich Multifrucht. Ja, ich hatte die ganzen Multifrucht-Sachen hier eingebaut. Hab's sogar keinen neuen Spielstand benötigt, wie es aussieht. Es läuft auch so. Ich kann es ja auch anbauen. Genau, also wie gesagt, hier haben wir jetzt Karotten haben wir jetzt hier drin. Wir haben hier die Zwiebeln drin, Roggen, Dinkel, Hirse, Mohn, Luzerne, Sorghum, Hopfen, Trichalem und Tabak. Die Früchte sind von einer friesischen Marsch. Es hat ewig nicht funktioniert, bis ich dann wirklich den Fehler gefunden hatte, an was es jetzt definitiv lag. Das Einzige, was jetzt noch so ist, wobei das jetzt erstmal für mich jetzt erstmal egal ist, die Symbole sind sehr, sehr schön worden jetzt auch. Die sind jetzt ja alle ersetzt worden. Die sind sehr, sehr schön worden, fand ich jetzt. Und steht überall auch alles drin, was es ist. Deswegen habe ich mich auch für diese Früchte entschieden dann. Genau, die Karte bleibt eh bloß in meinem Besitz. Von dem her ist es ja wahrscheinlich erlaubt. Wie gesagt, ihr seht ja oben jetzt, was alles jetzt möglich ist. Was jetzt noch dazu kommt, ist nämlich, dass wir hier auch überall die anderen Sachen drin haben. Kirschen, Pflaumen, Kies und so weiter. Das ist alles von einer frischischen Marsch. Hexens, wir holen noch was von Global Company mit rein. Dann sind die Symbole natürlich da oben auch. Dann voraussetzt die Bezeichnung stimmen, soweit ich das verstanden habe. Aber das kann man momentan nicht machen. Was hier alles drin ist, geht momentan bei uns noch nicht. Ne? Dass ihr jetzt nicht denkt, wir haben jetzt noch mehr wie rote Steine, Zement, Klopapier, das ist alles von nordfriesischen Marsch. Genau, und zwar die Version ohne Creme habe ich jetzt genommen, die Früchte. So, genau. So, das wäre jetzt schon mal das. Ihr seht auch, was die neuen Früchten praktisch hier an Wert bringen. Moment, ich mache hier mal ein bisschen nach hinten. Hier gibt schon ordentlich Kohle für die Sache, deshalb habe ich es mit reingenommen. Wir wollen ja jetzt langsam auch vorwärts kommen hier. Als allererstens müssen wir jetzt erstmal gucken, was die Tiere sagen. Kann man sie noch ein bisschen laufen, so stehen lassen? Ja, sieht noch gut aus. Kein Problem. Das war das eine. Als nächstes kann man sagen, wir haben ja drüben in den letzten ein, zwei Folgen haben wir, glaube ich, die BGA gestellt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Die steht jetzt hier. Die habe ich jetzt auch schon ein bisschen gefüttert hier. Da ist auch schon was drin. Die läuft schon. Ich bin nur nicht ganz sicher, wo das jetzt war. BGA, ob das irgendwo extra draufsteht. Hier, ich Einnahmen BGA hier. Na gut, wir haben jetzt noch keinen Tag verbracht, okay. Dann warten wir halt mal ab. Ich sag, wir haben ein bisschen Kredit ja noch zum Abzahlen und ja. So. Als nächstes müssen wir jetzt mal gucken, was wir jetzt ansehen. Wir haben jetzt hier die Saatmaschinen, die habe ich, glaube ich, schon aufgefüllt. Wir gucken mal gerade, ob die voll ist. Nein, die ist natürlich leer. Und ihr seht jetzt hier, ich kann hier super durchschalten. Dinkel, Hirse, Luzerne, Tegikale, Tabak. Ich kann hier alles anbauen, was ich dann auch in neuen Früchte möchte. Jetzt geht es darum, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir jetzt das Saatgut herkriegen. Ich habe die Vermutung, dass wir es aus dem da hinten bekommen. Beziehungsweise, warte mal kurz, wir haben doch hier die Produktion drin. Düngerproduktion, Saatgut. Da sind wir relativ wenig, machen wir fast nichts mehr drin hier. Hier haben wir im Endeffekt auch nichts mehr drin. Mischt fällt uns hier. Da müssen wir dann auch mal schauen, ob wir noch irgendwo was herkriegen. Jetzt hoffen wir, dass wir
hier hinten noch Saatgut rauskriegen. Sonst haben wir jetzt ein mittelbrechliches Problem. Wir haben auch in der letzten Folge auch eine Mission angefangen zum Sehen weiter hinten im Tal. Ah, Saatgut ist leer. Das ist natürlich schlecht. Wir gucken mal hier drin. Ja, das geht hier jetzt gerade gar nicht. Warum auch immer. Funktioniert gerade nicht. Warum? Ne. Also Saatgut ist definitiv keins mehr da. Das ist natürlich jetzt schlecht für unsere Vorhaben heute. Dann werden wir jetzt mal kurz... genau, hier. Hier haben wir das Feld ja gemacht hier. Und haben es dann praktisch fertig gesät. Wir haben es, glaube ich, auch schon das Geld geholt und... Ja, Geld ist schon geholt. Ach, der hatte Saatgut hier noch drin. Aber auch nicht mehr viel. Das heißt, wir fahren jetzt den zurück. Wir können jetzt einfach wieder ein bisschen ruckeln. Weil ich war jetzt schon lange nicht mehr überall auf der Corner unterwegs. Okay, passt. So, jetzt müssen wir wieder überlegen, wie das war mit dem Autodrive hier. Genau. Okay. Plus, das machen wir doch einfach mal. So. Und jetzt soll er zum Hof fahren. Thema erledigt. Schnappen wir uns den. Gucken wir, ob wir noch ein bisschen Mist herkriegen. Aus Silage kippen wir uns aus. Ihr seid auch dafür, sie ja logischerweise ein neues Symbol bekommen. Diesen Traktor werden wir jetzt auch mal austauschen. Irgendwann, wenn wir wieder Geld haben. Ich möchte jetzt endlich mal einen John Deere haben. Den 6R am besten. Dass wir einen großen haben. Dann fahren wir mal da rein. Das ist natürlich auch nicht viel hier, ne? Natürlich gar nichts im Endeffekt. Oh. So, gucken wir mal, fahren wir mal ins Eck rum. Saatgut brauchen wir jetzt, da fällt jetzt einfach kein Weg dran vorbei. So. Dünger, was brauchen wir jetzt hier definitiv? Wir brauchen die, ach so, wir brauchen Getreide, sehe ich jetzt gerade eigentlich erst, okay. Gut, Getreide können wir ja organisieren. Müsste ja irgendwas da sein. Machen wir mal eine Schaufel mit rüber. Weizen ist nichts mehr da. Gucken wir mal schon, ob die anderen Früchte schon drin sind hier. Ne, da habe ich sie nicht eingetragen. In den Verkaufsstellen sind sie schon drin. Krebs bringt uns nichts. Gerste bringt uns was. So. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Wir werden wieder eine halbe Stunde Folge machen heute. Wie gehabt. Achso, hier rein muss es ja. So, Produktion läuft wieder ein bisschen. Sehr schön. Holen wir mal noch mal Ladung, ne?
Ja, haben wir noch mal eine Ladung. Ich glaube, das wäre ganz gut so. Ich bin mal gespannt, ob das mit der Multifunk einfach so funktioniert. Ob noch irgendwas im Weg steht, dass es hier weitergeht. Was? So, das lassen wir mal stehen. Wie sieht es jetzt hier mit dem Dünger aus? Ja, es dauert halt alles ein bisschen, ne? Und wir können ja mal gucken, ob wir was rauskriegen, denn die paar Liter Dünger wahrscheinlich teuer kaufen. Na, ist halt nicht viel, aber egal. So, dann warten wir mal ab, stellen wir den Kaliber hier hin, warten wir, bis wir einen neuen Dünger bekommen. So, gut. So, ist er jetzt da? Da kam ja schon eine Meldung, ich habe gerade gar keine gesehen. Ja, okay, gut, er ist da. Er ist gerade angekommen. Wie praktisch. So. Jetzt fahren wir die am besten hier hin. Deckel mal aufmachen hier. Und den mal kurz stehen lassen hier. Dann nehmen wir den hier mit. Und gucken wir, ob wir den auffüllen können. Das jetzt funktioniert? Keine Ahnung. Wir werden es jetzt gleich wissen. Ich glaube es nicht, dass es funktioniert, aber ich muss jetzt hier komplett ausklappen. Mach mal auf. So. Deckung ist offen. Oh, liegt aus, was er angemacht hat. Ne? Vollprofi. Ah, jetzt so funktioniert, wenn ich direkt drauf war. Okay, hat funktioniert, nicht in so einer Teilweise. Klingt uns aber halt nicht viel, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir können auf jeden Fall schon mal anfangen. Produktion läuft ja. Ja, ist nicht viel. Sprit ist genug drin. Jo, passt. Müssen wir bloß jetzt überlegen, was wir jetzt ansehen. Ich würde gerne mal Dingle oder so ansehen. Müssen wir halt mal geschwind, wir müssen ja eh angruppern. Wir können ja nicht mal runterfahren. So, machen wir das voll fertig hier. Letzte Heu hier voll zusammen sammeln. So, ja, noch nicht ganz. Wir sind noch nicht ganz voll. Bei den brauchen wir jetzt wahrscheinlich zum Kuppern.
beziehungsweise den Pflügen, je nachdem, was wir machen müssen. Okay, ob das passt, das noch rein. Ja, okay. Fast. Ist egal. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Ah ja. Es geht auf jeden Fall irgendwie. Ob es noch reinpasst. Lassen wir mal schön gucken, was wir noch machen müssen. Ach, da wächst ja Weizen. Ach so. Das ist aber jetzt praktisch. Da müssen wir mal schön gucken, was da drüben wächst. Und da schon Weizen drauf wächst. Ich glaube, es hat ja gesagt. Da ist noch nichts gedüngt, 50%. Hier müssen wir was tun. Okay. Das heißt, wir müssen den noch mal stehen lassen. Der ist jetzt fertig. Den stellen wir mal hier unter den Baum. Achso, wegen den Schafen. Na gut, die haben ja vorher noch funktioniert. Ja. Gut. Ist ja keine Direktzeit, ne? Ich bin total raus aus der Maschinerie hier. Garage. Ich bin ja vollkommen raus aus der Maschinerie. Und ihr seht hier im Schnittwerk werden auch die neuen Sachen auch, hier zum Beispiel Mohn. Ich sehe es jetzt auch hier, weiß jetzt auch nicht genau, was es ist, aber ja. Das hier. Also, wir müssen definitiv Dingsbums grubbern. Also, Grubber anschnallen, los geht's. Einfach mal den hier. Oben steht noch der Düngemann. Ja, funktioniert einigermaßen gut. Die Frage wird sein, müssen wir gerne mal gucken, ob da oben auch gedüngt worden ist. Das weiß ich nämlich nicht. Da werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen zum zum Aussehen. Schätze ich mal. Aber gut, das ist auch nicht weiter schlimm. Dann halt vielleicht in der nächsten Folge dann. Genau. Da ist schon mal ein Baum im Weg. Ist halt echt nicht der Grubber da unten, ne?
Oh. Das wollte jetzt aber eigentlich nicht so haben. So. Funktioniert wieder. Sehr schön. Eine Spur, die ziemlich krumm ist, ne? So, scheint zu funktionieren, weil wenn wir hier noch ein bisschen rumgruppern, dann können wir nämlich drüben dann auch wieder ein bisschen Dünger reinschmeißen und Saatgut herstellen. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen Saatgut reinkippen in die Kiste. Wäre ja dann von Vorteil für uns, auf jeden Fall. Dann müssen wir vielleicht auf dem Feld auch nicht mehr nachkippen, ne? Lassen wir mal wieder den Helfer laufen noch ein bisschen, damit wir hier mal gucken können, wie es aussieht da drüben wegen Düngestatus. Habe ich immer dann noch vergessen zu düngen hier oben, das weiß ich nicht. Der Gruppe ist ja auch schon fast kaputt, gell. Ich hätte ihn vielleicht vorher noch reparieren sollen, der Traktor sieht auch nicht viel besser aus. Oh. Okay. So, gucken wir mal, wie das hier aussieht mit dem Düngerstatus. 50% haben wir hier gedüngt. Dann ist er wahrscheinlich fertig, ne? So.
Machen wir da schon ein bisschen Wolle stehen. Ein Päckchen Wolle kommt mal rum, okay. Gucken wir mal kurz, wie es hier drin nochmal aussieht. Okay, das sieht gut aus. Hier sieht auch noch alles gut aus. Soberkeit müssen wir mal wieder was tun. Bei den Hühnern haben wir auch schon ein bisschen was. Ein paar Eier sind wahrscheinlich auch schon fertig. Sehr schön. Gut. Wir können auch mal schon gucken, was der 6R kostet. Mal so. Ich glaube, der war bei Mittelgroße, ne? Das ist er nämlich. 350 PS, er braucht das ja nicht so viel PS, 228, 175 kann man den hochpushen noch ein bisschen. Hupe. Geht da noch was? Motorsound, nö. Motorausführung da. 215, 235, 255, 255, 489, 255, 189, 89, 255 wäre der billiger praktisch, anstatt der hier zu kaufen. 255 PS für unter 200.000, dann können wir den hier kaufen, theoretisch dann. Wie viel ist denn der andere noch wert? Oh. Der ist nicht mehr arg viel wert, sehe ich hier gerade. Da fällt uns aber schon noch ein bisschen Kohle dafür, für den Spaß. Tja, dann müssen wir doch mal richtig Geld verdienen hier. Also gut, gucken wir noch mal kurz nach dem Düngerstatus. Und dann soll es auch für heute gewesen sein. Sieht nicht viel besser aus hier, aber es wird was produziert. Hier und auch noch was produziert. Sehr schön. Wir werden noch ein bisschen brauchen mit dem da drüben. Und ja. Gut. Also, das soll es wieder gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Wenn es wieder heißt, Kornau. Bis denne. Ciao.